die Leibniz-Gruppe der Naturfreunde Pirmasens. Schön, dass Sie da sind. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich für einen Naturfreundeverein. Ganz einfach. Ich habe gedacht, ich bin neuer Vorstand, ich muss was machen. Also habe ich eine Band engagiert, countrymäßig, Musik, und habe dann geguckt, wie die Band spielt, und da waren lauter Line-Dancer. Vor der Band tanzt, ne? Da ich gesagt, das ist die Idee, das machen wir. Und so ist es geschehen. Und dann ist das so viel, so groß geworden, dass wir noch eine zweite Gruppe am 27.02. gegründet haben. Und ich habe eine tolle Trainerin kennengelernt, die habe ich engagiert, und bupp. Sehr schön. Ja, Pia Blume ist eine ausgezeichnete
ausgebildete und auch ausgezeichnete Line-Dance-Trainerin. 2016 haben Sie, glaube ich, sind Sie preisgekrönt worden, oder? Ja, genau, ich habe den Award gewonnen als beste deutsche Tanzlehrerin des Jahres im Line-Dance. Wow! Da können Sie stolz sein, eine tolle Trainerin zu haben. Super! Line-Dance, das kommt aus Amerika. Da Country-Musik ja ganz eng verwoben. Wie ist das denn entstanden? Ja gut, das gibt es bei uns jetzt mittlerweile schon über 20 Jahre. Vieles kommt auch aus der Diskothek, wie zum Beispiel der Freestyle, der Electric Slide. Das ist eigentlich ein Diskothekentanz, der 1978 bei der Eröffnung der Diskothek in New York City choreografiert wurde und heute noch von den Line-Dancern so getanzt wird. Also es ist schon ein bisschen verboten. In Amerika wird es natürlich ganz groß geschrieben und da tanzen auch ganz viele junge Leute. Ich hoffe, dass es bei uns auch mal irgendwann der Fall wird, dass man mehr Jugendliche bekomme. Aber bei uns, also mit der Country-Musik, haben die Jungen leider nicht so viel am Hut. Aber es verbreitet sich unheimlich. Also ich habe die Gruppe, es wird immer mehr Gruppe, immer mehr Leute, die es machen können. Denn man braucht keinen festen Partner. Die Gruppe ist der Partner. Ja? Idealerweise tanzen alle das Gleiche. Kommt nicht immer so vor. Ne? Manchmal gehen die Schritte auch daneben, aber es ist auch die Gemeinschaft, der Spaß einfach. Und das zusammen zu machen. Und es ist natürlich auch gut für die Gesundheit. Es ist Koordination, Konzentration, Gleichgewicht wird geschult, Herz-Kreislauf-System. Also und ist für jedes Alter eigentlich geeignet. Ja? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie oft trainieren Sie? Oder kann man überhaupt Training sagen? Das macht ja eigentlich nur Spaß, oder? Ja gut, trainieren müsstest du schon. Für den Auftritt hast du schon schwer angenommen. Ja, es sind halt immer wieder die Schrittfolge. Auf jedes Lied gibt es eine eigene Choreografie. Das heißt, man muss unheimlich viel lernen, man muss es sehr viel merken. Aber es wiederholen sich mit der Zeit ja auch diese Schrittfolgen. Ne? Die haben bestimmte Namen, Bezeichnungen, wie lernt man diese Technik dazu? Und dann, wenn man das mal kann, diese Grundkenntnisse kann, dann ist es auch eigentlich recht einfach, das zu lernen. Das heißt, Sie geben Stichwort, wie diese Formationen heißen und alle Ihre Tänzer wissen sofort, ach, die Pia meint das und das. Ja, ich hoffe es. So sollte es sein. So wird es sein. So gleich mal sehen beim Workshop, wie das normalerweise so abläuft. Ne? Genau, sie macht nämlich jetzt mit Ihnen allen einen Line-Dance-Workshop. Jetzt nehmen wir einfach, geben wir Ihnen mal ein Mikro in die Hand. Ich nehme mal einfach dieses hier. An. Bitte schön. Funktioniert ja wunderbar. Wie wollen wir das jetzt machen? Möchten Sie ein paar Ihre Leute auf die Bühne holen, dass Sie auch mit vortanzen? Nee, ich denke, das ist ganz gut, wenn Sie ohne Spätbleiber. Holt einfach mal ein paar Leute dazu. Also alle, die Lust haben, einfach mal auf die Fläche. Vorne dran. Genau. Machen Sie eine Vorstellung. Jetzt überlasse ich Ihnen die Bühne für den Kurs. Genau. Dann legen wir jetzt mal los. Ja, macht euch mal ein bisschen mehr Platz, damit ihr nicht so aufeinander steht. Ja, ein bisschen nach vorne kommen. Wenn ich gebe, der Tanz heißt Dancing Shoes. Es ist nur eine Wand, also ein One-Wall-Dance, damit ich nicht jeder mich auch immer sieht und kann man nur eine Wand. Er wollte es nicht so kompliziert machen für den Anfang, ne, bis wir die Leute mal haben. Wenn es dann da sind, wird es komplizierter. Muss man ja gleich erzählen. Okay, ich beginne mit dem rechten Fuß. Wir sehen mal den ganzen Tanz. Alles zusammen. Ja? From the top, rechts beginnen. 5, 6, 7, 8. Heel close, heel close, heel close. Heel goes forwards. Walk, walk, walk. Kick. Back, back, back. Touch. Out, out. In, in. Out, out. In, in. Grapevine. Grapevine. Good. Musik? Okay, Musik an. Put on your dancing shoes. Heel close, heel close, heel close, heel close.